Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend zusammen. Wir haben heute einen Gastreferenten bei uns im Projekt Trading Brothers, den Christian Schlegel. Hallo Christian. Servus, hallo, alle zusammen. Wir haben heute, ihr seht es in dem Titel oben auch, Sommerloch. Was kommt noch? Wir werden uns jetzt einige Zeit lang an diesem Abend mit verschiedenen Aktien beschäftigen und auch auf verschiedene Themen zu unserer Pyramide eingehen. Bevor wir das machen, möchte ich uns Trading Brothers auch noch mal kurz vorstellen. Denn wir haben heute einige Leute dabei, die uns noch gar nicht kennen. Das habe ich in der Anmeldeliste schon gesehen. Ja, Falk und ich, das lest ihr oben rechts. Wir kommen aus einer Familie mit Aktienkultur, Aktientradition. Also wir haben schon von Kind auf gelernt, mit Aktien umzugehen. Wir sind auch schon durch die verschiedenen Türme in Frankfurt gelaufen damals, als wir noch so ganz kleine Stöppel waren und hatten tatsächlich angelieferte Aktien in der Hand. So nach und nach sind wir mit dem Geschäft immer mehr vertraut geworden und das macht zunehmend Spaß. Heute seht ihr da auch große Teilnehmerzahlen in Seminaren, die wir veranstalten, wo wir unser Wissen, was wir uns über die vielen Jahre jetzt angeeignet haben, auch weitergeben. Und eine Sache verbindet den Falk und mich auch noch sehr. Wir haben eine Sportkarriere hinter uns gebracht im Kickboxen. Und da seht ihr mal zwei Bilder von der damaligen Zeit. Ich selber bin auch immer noch Trainer und gebe mein Wissen da weiter. Diese Zeit hat uns sehr geholfen, auch für das Thema Börse, weil es gibt einige Parallelen, die man vom Kampfsport auf die Börse beziehen kann. Nämlich, wenn man auch mal einen auf die Nase bekommt, dann heißt es wieder aufstehen und dabei bleiben. Ja, das ist eine der Tugenden, die man da lernt, wenn man was erreichen will. Das wollen wir an der Börse auch. Und deswegen ist das eine sehr wichtiger Vergleich. Ja, wir haben auch was mitgebracht. Für diejenigen, die auch bei uns jetzt neu dabei sind, wir haben ein Spezial geschnürt. Also Falk und ich vertreiben einen TB-Service. Was das genau ist, wird noch im Webinar erklärt. Und ihr habt die Gelegenheit, bis Ende dieser Woche, 22.09., vergünstigt in dieses Spezialangebot reinzukommen. Da seht ihr auch schon einen Link. Das ist unsere Domain. Und hinten steht einfach nur noch Spezial hinten dran. Was steckt denn dahinter? Das will ich kurz erläutern, direkt am Anfang. 95% der Kunden von Trading Brothers sind in diesem TB-Service und wir machen dort eine sehr intensive Analyse und kommen dazu auch mit dem Thema, dass die Signale, also die ganzen Handelssignale von uns innerhalb der Pyramide genau kommuniziert werden. Geht gern mal auf den Link drauf, da seht ihr das, was ihr da jetzt auf der rechten Seite auch seht. Wenn ihr also vielleicht genau das kennt, ne? Euer Nachbar, der kauft jede Woche bei Amazon ein, aber die Amazon-Aktie kennt ihr nicht, dann gebt diesen Tipp auch mal gerne weiter, ja, dass man sich auch an so einem guten Unternehmen, was allseits bekannt ist und tolle Gewinne erwirtschaftet, beteiligen kann. Ja, und wir werden auch innerhalb des Teilnehmerkreises dreimal den TB-Service verlosen. Ja, dreimal werden wir den TB-Service verlosen. Der Falk sagt dazu am Schluss auch noch mal ein bisschen was dazu. Bleibt also bis zum Ende aufmerksam. Ja, jetzt gehen wir mal drauf ein, was in unserem TB-Service ganz neu ist, nämlich das Megatrend-Aktienprojekt. Wir haben ihn tatsächlich erweitert. Wir nehmen noch etwas in dieses Bundle mit rein und da könnt ihr von Anfang an dabei sein. Und das ist das Stichwort für den Falk. Der übernimmt jetzt und erklärt auch mal in diesem gesamten Webinar, was dahinter steckt. Ich ziehe mich jetzt in den Hintergrund und verfolge die Fragen. Genau, du kannst ja mal die Teilnehmerzahlen im Auge behalten wegen der Verlosung. Die drei, die das gewinnen, ne, werden wir dann zum Schluss auslosen. Okay, ja, also Christian, ich habe dir ja schon ein paar Aktien zugeschrieben. Wir haben ja vorher mal gesprochen. Ihr seht ja im Hintergrund von diesem Bild auch schon, um welche Aktien es grob geht. Das sind die Magnificent Seven, aber eben noch ein paar ergänzende Aktien, die wir dazu gemischt haben. Und was da drin steht in diesem Projekt, das will ich mit euch jetzt hier nicht nur besprechen, sondern wir werden mal konkret auch ein paar Aktien analysieren.
Ich habe da mal zwei, drei rausgeholt und ihr werdet mal sehen, wie tief wir das Ganze uns anschauen. Ja, und Christian, mit dir zusammen möchte ich einfach mal auf die Aktien dann auch charttechnisch gucken, wie das aus deiner Sicht aussieht. Ja, machen wir gerne. Brauchen wir einen Disclaimer dazu? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wie bitte? Brauchen wir einen Disclaimer dazu, davor? Den Disclaimer, das können wir gerade machen, muss ich gerade mal selbst überlegen. Habe ich den aussortiert? Ja, nee, Gott, nee, dann sage ich das auch vermündlich, das geht so. Ja auch. Also, letztendlich sind das, wir müssen das machen wegen des BaFins, das ist immer ziemlich nervig. Ja, ja. Ich hole den gerade mal her, das mache ich gerade mal. Ja, du hast einen. Ja. Mein Lieblingssatz, den ich immer sage, ist: Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt Ihres Apothekers. Aber hier ist er. Ja, so sieht es aus, ja. Da sage ich auch noch mal ein paar Worte dazu. Also alles das, was wir hier zeigen und machen und tun, dient der reinen Wissensvermittlung. Und wir werden hier auch Aktien, wir werden wahrscheinlich auch das ein oder andere Depot, WKN, Richtungs- und solche Dinge besprechen. Das sind unsere persönlichen Einschätzungen, weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung. Aber wir wollen ja zeigen, wie wir hier tatsächlich mit unseren Echtgelddepots umgehen. Und ihr könnt uns dann natürlich Fragen stellen, ja. Und wenn es da noch offene Fragen gibt oder ihr den Haftungsausschluss, den Risikohinweis noch nicht kennt, den findet ihr auch jederzeit bei uns auf der Seite. Gut, ja, Christian, du weißt, wir analysieren ziemlich viel. Ich mache das jedes Wochenende. Da schaue ich mir die Märkte sehr, sehr genau an. Und zwar aus verschiedenen Ebenen. Ich bin nicht der reine Techie, ich bin nicht der reine Fundi, ich bin nicht der reine Statistiker, sondern ich suche mir alles aus das Beste aus allen Welten sozusagen heraus. Und dazu kommt noch ein bisschen Psychologie. Wenn man sich mit der Börse beschäftigt, dann weiß man, dass das eher so wie so ein hysterisches Hühnchen manchmal ist, das hin und her jagt. Und da sind psychologische Effekte, die man beachtet, sicherlich ein Vorteil. Und es gibt Grundregeln. Wir nennen sie die Intermarket-Analyse. Die ist auch nicht neu. Ist damals von John Murphy in der Literatur beschrieben worden, gewisse Regeln, die Wechselwirkung zwischen den Aktienmärkten. Und genau die will ich mit euch dann auch mal für die Aktien, die wir gerade dann besprechen wollen, durchgehen. Wir werden uns das genauer anschauen. Und einer der wichtigen Punkte, die da drüber stehen, das ist ja die Notenbankpolitik. Ja. Gestern wurde der Zins um 2 Schritte gesenkt und im Vorfeld wurde das großartig kommentiert, was da passieren könnte, was da jetzt passieren wird und so weiter. Nehme ich dich gleich mal mit rein, Christian. Wie siehst du das mit der Notenbank, der Fed und ihrem Leitzins? Also 0,5 ist relativ viel. Ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. 0,25 war mehr oder weniger eingepreist. 0,5 ist viel, aber wenn man gestern dann die Reaktionen auf dem Markt gesehen hat, das ist sofort hoch, dann wieder deutlich runter. Ich glaube, und jetzt heute sind wir jetzt mal DAX gesprochen, 19.019. Wir sind also 150 Punkte vom Schlusskurs gestern Abend, 22 Uhr hoch. Ich glaube, oder vielmehr, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr hören über das, was die Fed sagt für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat, das gleich um 0,5% zu senken. Da weißt du mehr drüber, da bist du viel besser drin als ich. Ich habe den Eindruck, dass jetzt schon, es wird mal kurz gefeiert, aber wenn das sich nicht morgen am Freitag fortsetzt, und wir haben morgen Verfalltermin, und zwar großen, das darf man auch nicht vergessen, dann glaube ich schon, dass das tendenziell eher gesagt wird, okay, jetzt hat er ein halbes gemacht, dann muss er jetzt erstmal nicht noch was machen. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, der muss noch 2-mal senken, dann wäre er schon bei 1%. Das hielte ich für die Lage momentan für zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Fed wird sich was dabei denken. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich es zu nehmen habe, gebe ich ganz offen zu. Ja, dass die sich da was bei denken, das denke ich auch. Die Frage ist, was denken sie sich dabei? Da habe ich so meine eigenen Theorien und kann das noch mit kausalen Zusammenhängen verknüpfen. Aber wir wollen ja mal drauf gucken, welche Auswirkungen das eigentlich hat. Und eines der Grundprobleme, wenn ein Zins gesenkt wird, ist, warum senken Sie den Zins? Grundsätzlich wird der Zins gesenkt, wenn man Wirtschaft stimulieren möchte, wenn man im Prinzip ein paar positive Aspekte in die Wirtschaft hineinbringen möchte. Und das macht man nicht einfach so, das macht man in der Regel nur dann, wenn es sein muss.
Und ihr seht hier in dieser Grafik, da habe ich euch einfach mal diesen historischen Zins der US-Notenbank seit 1955 eingeblendet. Und immer dann, wenn sie stark gesenkt hatten, das war einmal hier zuletzt Corona, das war die Finanzkrise, das war 2000 im Laufe der Dotcom-Blase, also eine Rezessionsphase und. Ihr seht, es geht bis weit in die Zukunft. Man hat immer nur gesenkt, wenn im Hintergrund im Finanzwesen schon massiv was in Schieflage geraten ist. Und daraus schließt der ein oder andere Vorsicht, wenn die senken und das vielleicht doch in nette Worte verpacken, im Hintergrund brennt die Bude schon lichterloh und wir müssen nur darauf warten, was es denn eigentlich ist. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass da auch einiges im Argen ist. Man sieht, ne, da können wir noch tiefer drauf eingehen, invertierte Zinsstrukturkurven und ähnliches. Das soll gar nicht Thema dieses Webinars hier sein. Wen das interessiert, das mache ich jeden Sonntag. Da können sich die Analytiker unter euch austoben, denn der Zins ist ja verknüpft mit den Anleihenmärkten und die Anleihenmärkte sind verknüpft mit den Aktien, den Devisen und den Rohstoffmärkten. Es hat eine konkrete Relevanz auf unsere Aktieninvestments. Und ich habe euch hier mal einfach ein paar Pros und Kontras der Zinssenkung zusammengefasst. Wenn euch das näher interessiert, ist bei uns auch im Blogbeitrag drin, habe ich heute mal geschrieben, was dafür und was dagegen spricht. Und ja, wie wir die ganze Sache sehen, das klären wir dann sonntags. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass dieser Zinsschritt für Konzerne ein Vorteil ist. Ne, für die großen Konzerne, die werden sich mit dem billigen Geld wieder versorgen können, während alles, was mittel, klein ist, das kommt relativ schlecht oder schwierig an solche Kredite ran. Und damit kann man der Konzernstruktur wieder ein bisschen Rückenwind geben. Die sind da Meister drin, solche Programme für sich zu nutzen. Und genau das wollen wir jetzt mal untersuchen. Wo eigentlich investieren wir denn, wenn wir davon ausgehen, dass die Konzerne davon profitieren? Ja, und man sieht es auch heute schon, die Reaktion der Aktienmärkte, Nvidia, Amazon, Tesla, stark. Und die sind ja jetzt gerade nicht gerade günstig gewesen. Die sind ja teilweise auch schon etwas in überbewerteten Bereichen drin gewesen. All das will ich mit euch jetzt mal schrittweise anschauen. Und wir werden Folgendes machen. Das ist Teil dieses Megatrend-Aktienprojektes, das wir haben. Ein paar dieser Kandidaten eignen sich für Investments. Was meine ich mit einem Investment? Ein Investment gehört ins Fundament deines Vermögens. Ich und der Arne, wir haben Investments seit den 90er Jahren, also Aktien, die wir gar nicht mehr verkaufen wollen, teilweise als Namensaktien angeliefert. Und die werden nicht getradet. Da sind wir Investoren, wir sind bei Microsoft drin, wir sind Mitbesitzer dieses Unternehmens und das wollen wir auch gar nicht loswerden und wir profitieren von den Gewinnen und Dividenden. Und das könnte man überlegen bei diesen 7 Aktien. Welches bietet sich denn noch an? Ist es die Apple, ist es die Meta? Ich will euch mal zeigen, wie wir das einschätzen. Das ist ein Investment. Und dann kann man ja alle diese Werte auch Swing traden oder vielleicht sogar Day traden, kurzfristig traden mit Derivaten oder irgendwie gehebelt. Dazu kann man dann mehrere Kandidaten nehmen, gerade diejenigen unter den Aktien, die so ein bisschen volatiler sind, die bieten sich ja für solche Trades dann am meisten an. Und genau da werden wir heute genauer drauf schauen. Tesla und Nvidia habe ich mal rausgenommen. Die werden wir uns heute mal genauer anschauen. Ja. Jetzt wisst ihr so ungefähr, was das ist. Ich habe jetzt hier mal das Bild mit reingenommen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten 1 oder 2 Jahren eine Rezessionsphase bekommen. Beziehungsweise, was meine ich denn eigentlich damit? Ne? Mittlerweile gibt es in den Medien auch so dieses Wort der technischen Rezession. Was soll denn das eigentlich sein? Eine technische Rezession. Letztendlich ist für mich eine Rezessionsphase, wo die Aktienkurse über eine längere Zeit fallen. Das ist für mich eine Rezessionsphase und alles andere ist irgendwie Geklüngel mit den Begrifflichkeiten und ähnlichem. Und ich habe euch jetzt mal hier 3 Equity-Kurven eingeblendet. Diese 3 Equity-Kurven werden wir jetzt mal untersuchen, ob die unter dem Zins jetzt, ne, Rückenwind bekommen. Und unten habt ihr den
MSCI World. Der MSCI World ist für viele, die gerade so mit den ETFs unterwegs sind, so die Benchmark, weil ne, global verteilt stimmt nicht ganz, mittlerweile 70% Amerika und so weiter. Ich habe mal eingeblendet, damit ihr auch die Krisenphase ein bisschen besser erkennt. Dann in schwarz habe ich diese Magnificent Seven zu einem Index zusammengemacht und 5 konservative Aktien dazugepackt. Das sind so Werte wie Danaher, wie Procter & Gamble. Ja, also richtig schöne, saubere, konservative Werte, die wir in unserem Aktienfundament pflegen. Die sollen heute gar nicht so zum Hauptthema sein. Und darüber habe ich die Magnificent Seven in lila mal dargestellt. Das sind wirklich diese 7 Aktien. Ja. Und zwar, wie sie sich in der letzten Zeit verhalten haben. Ja. Und da kann man schon einiges rauslesen. Denn wenn die Märkte jetzt mit einer größeren kritischen Phase rechnen, dann könnte tatsächlich auch wieder eine größere Korrektur anstehen. Logisch, ja, das sind die großen Märkte. Und dann würden wir uns auf die Seitenlinie begeben und warten, wo wir sie eigentlich einkaufen. Und wenn die Phase noch nicht kommt und etwas auf sich warten lässt, dann gibt es vielleicht sogar noch mal eine positive Trendphase, in der wollen wir dann eben positioniert sein. Und danach sieht es vielleicht gerade aus, aber du hast schon richtig gesagt, wir werden auch die nächsten Tage und auch die nächste Woche im Auge behalten. Solche Trends, die sind dann nicht am Event selbst, sondern meistens verschiebt sich das Kapital dann im Anschluss an das Event. Und ich habe es häufig erlebt, dass die Erstreaktion an den Märkten, die war positiv, genau das Gegenteil davon ist, was eigentlich auf uns zukommen wird. Die Erstreaktion ist meistens ein Kontraindikator auf das, was folgt. Vielleicht für die vielleicht für die Zuschauer auch noch als Verständnis, wenn irgendein Unternehmen, irgendein DAX-Wert, DAU-Wert, wie auch immer, Zahlen zeigt und die kommen jetzt meinetwegen um 16 Uhr, macht der Markt, der Intraday-Markt, irgendeine Bewegung nach oben oder unten, je nachdem, wie sie kommen. Aber die eigentlichen Analysten, die ihr Ergebnis auch den Fonds mitteilen, die kommen 1 bis 2 Tage später. Deswegen ist es oftmals so, dass die erste Bewegung ist eine schnelle, ich möchte nicht sagen hirnlose, aber eine übertriebene Bewegung nach oben oder unten. Aber nach 2 Tagen geht dann eigentlich der richtige Trend los. Nur das, so ist also die chronologische Abfolge dessen. Ja, danke für den Einwurf. Ja, wir persönlich mit unseren Investitionen arbeiten ja genauso, ne? Das sind nicht diese kurzfristigen Algorithmen, die auf irgendwie ein Wort reagieren, sondern wir gucken uns das in Ruhe an, machen Entscheidungen, gehen in die Analyse, die werden wir jetzt gleich noch machen. Ist ein Unternehmen auch kaufenswert? Stimmt das Chance-Risiko-Verhältnis? Das ist das, was mich interessiert. Und dann positionieren wir uns. Und falls dann im Nachgang die Lage sich ändert, ne, Trump-Attentat, zweite mittlerweile, ja, irgendwann funktioniert's, was dann? Dann ist plötzlich eine ganz andere Grundsituation. Da müssen wir uns natürlich auch anders positionieren. Aber wenn die Märkte so bleiben, wie sie sind, schauen wir mal drauf. Das Erste, was wir machen, wir arbeiten mit Statistik. Wir gucken uns an, wenn wir jetzt die Rahmenbedingungen haben, wie jetzt, dann gucken wir mal in die Vergangenheit, wie hat sich das Ganze denn entwickelt. Und das, was ihr hier seht, ist mal diese Monatsrenditematrix dieser Magnificent Seven. Ich habe es euch nochmal aufgearbeitet, das ist dann für die meisten etwas einfacher zu erkennen. Ich erkläre es aber auch gerne nochmal. In welchen Monaten sind diese Aktien besonders interessant zu kaufen? Wann machen sie ihre Trends? Und wann korrigieren sie bzw. sind sie eher rückläufig? Und das hat was mit den sogenannten Quartalszahlen zu tun, ja. Und es ist gerade bei den amerikanischen Aktien auffällig, dass über die Sommerphase, ne, hier so eine Art Sommerloch erkennbar ist und dann nach dem September in den Oktober, November hinein plötzlich eine sehr, sehr starke Phase zu erkennen ist. Ja, und das sehen wir auch hier bei unseren Magnificent Seven Aktien, also Tesla, Amazon und Co. Und wir sind ja gerade im September, ne? Also hier unten. Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Wir gucken uns das auch genauer an. Ich habe es mal ausgewertet seit 98 und seit 2014. Und ihr seht die Unterschiede hier auch, ja. Und ihr seht, seit 2014 ist der September etwas heftiger für diese 7 Aktien als in der Vorphase. Und das haben wir auch gesehen, ne? Die ein oder andere Aktie ist stärker zurückgesetzt. Und danach seht ihr,
Beide sind sogar stark und in den November hinein sind sie kurzfristig gesehen sogar mit 5%. Da kommt der stärkste Monat für solche Aktien auf uns zu. Und dann rechnen viele mit der Jahresendrallye. Da ist Feierabend, das ist für diese Aktien eher wieder schlechter. Ne? Also Statistik, die wir mit berücksichtigen wollen. Und eine der Aussagen hier unten ist ganz klar, jetzt ist ein guter Zeitpunkt draufzuschauen. Und ja, durch das Event, das wir hatten, und das ist ja kein Zufall, im September sind ja immer diese Notenbanksitzungen, kommt der kausale Zusammenhang dann, ne? Notenbanksitzungen, Geldpolitik und was auch noch auf uns zukommt, eben so fiskale Dinge wie, ne, wir werden so Gewinne, Versteuerung, Bilanzen und sowas, die werden jetzt erstellt eben für das kommende Jahr. Ja. Gut. Also das ist so der Zusammenhang. Wir gucken jetzt, ist das raus? Und dieses Fed-Event haben wir jetzt ganz genau im Auge. Ne? Die nächsten Tage werde ich das auch im Auge behalten. Aktuell sieht es positiv aus. Wir werden gleich mal die Aktienmärkte untersuchen. Aber wir werden Stop-Loss-Level reinmachen, wann, wenn sich die Lage eintrübt, wir uns dann doch wieder an die Seitenlinie begeben. Es gibt ja auch Jahre, die Ausreißer sind. Gut. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Jetzt will ich mal die Aktien mit euch zusammen untersuchen auf die Frage hin, in welche investieren wir denn eigentlich? Also welche sind denn in der Lage, überhaupt langfristig für uns durch eine Krise durch als Investment zu behalten? Ja, also ich habe mit dem Arne zum Beispiel Microsoft-Aktien und da kann von mir aus auch eine Rezession oder irgendwas kommen. Das ist uns scheißegal. Die Aktien behalten wir. Die haben wir seit den 90er Jahren, die haben wir durch die Dotcom-Blase, die haben wir durch die Finanzkrise, die haben wir durch die Corona-Krise gehalten. Und was haben wir gemacht in den Krisen? Wir haben zugekauft. Wir haben sie nicht verkauft, wir haben zugekauft. Ja, wir haben unser Vermögen damit vermehrt. Und ich will euch mal zeigen, welche dieser Aktien aus unserer Sicht für so eine Strategie passen. Da oben, das, was ihr seht, ist ein Ranking nach historischer Volatilität. Die historische Volatilität ist eine Formel, die gerne gerade unter professionellen Investoren genommen wird, um das Risiko für eine Aktie einzuschätzen. Die machen sich das extrem einfach. Die machen Folgendes. Die machen diese Formelberechnung, setzen die in Verhältnis zum Gesamtmarkt. Und wenn eine Aktie besonders ruhig ist, nämlich unter 50%, dann ist sie potenziell ein interessanter Kandidat. Und wenn sie da drüber liegt, dann ist sie zu volatil, dann ist sie ein zu hohes Risiko. Ja, und ihr seht, hier kann sich unser Ranking schon mal in hochvolatile Aktien und in sehr ruhige Aktien unterscheiden. Apple und auch Microsoft sind zumindest schon mal gute Kandidaten aus historischer Volatilitätssicht für ein Investment. Ihr merkt, ne, das ist der Grund, warum wir auch Microsoft seit vielen Jahrzehnten im Depot haben. Microsoft ist ein Top-Investment und bleibt es, solange sich die fundamentalen Rahmenbedingungen auch nicht ändern, beziehungsweise zukünftige Gewinne in Frage gestellt werden. Aber Microsoft floriert ohne Ende. Ne? Die sind wie eine Krake im Spielebereich, im KI-Bereich, im Cloud-Bereich. Wir alle benutzen oder wir fast alle benutzen deren Produkte. Dann haben wir zwei Kandidaten mit Amazon und Apple, Amazon und Alphabet, die sind genau an der 50% Marke. Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, da kann man so ein bisschen, muss man genauer hinschauen und auch im Auge behalten. Die können als langfristiges Investment gut sein, die können aber eventuell auch abkippen. Ich persönlich habe mit dem Arne Alphabet-Aktien jede Menge, ne? Die sind in derselben Kategorie bei uns wie Microsoft. Während eine Amazon, da sind wir ein bisschen kritischer, überlegen aber gerade vielleicht Investments aufzubauen oder nach einer Krise einzusteigen. Und dann gehen wir mal zu den Highflyern hier oben. Tesla, Nvidia, Meta sind für uns als Investitionen tabu. Machen wir nicht. Kaufen wir die Aktien deswegen nicht? Natürlich kaufen wir Aktien. Wir haben auch mit Nvidia hunderte von Prozente gemacht, aber sowohl beim Einstieg als auch beim Ausstieg muss das Timing stimmen. Du willst nur die guten Phasen mitnehmen. Diese Aktien schwanken teilweise um 80%. Und wenn du mit einer Aktie mal 80% hochgegangen bist oder von mir aus auf 500%, dann willst du nicht wieder 80% zurückfallen. Dann ist nämlich dein Gewinn so gut wie wieder weg.
Und das ist der Unterschied bei diesen Aktien, ne? Deswegen werden die auch aussortiert von den institutionellen Anlegern. Ja, und die Antwort ist jetzt einfach, ne? Also diese zwei Aktien hier unten plus zwei Kandidaten, wo man sich streiten kann, das wären langfristige Investments. Ja, also die würden wir durch eine Krise halten, die hier oben nicht. Und das soll ein Teil unseres Aktienprojektes eben auch sein. Wir zeigen dann, wo wir einsteigen und wo wir wieder aussteigen, plus eben, ne, mal Microsoft dann eben auch beruhigend sagen, nee, die verkaufen wir jetzt trotzdem nicht. Aber eine solche Aktie kann man ja dann über einen Short abhedgen, ne? Also wir haben auch unsere Microsoft-Positionen, unsere Coca-Cola-Positionen und was wir so langfristig alles im Depot haben, in kritischen Phasen mit einem Short versehen. Der gleicht das dann aus, dann müssen wir nämlich die Position nicht verkaufen und können trotzdem den Wert einigermaßen erhalten. Da wollen wir euch mithelfen. Na, das ist Teil dieses Megatrend-Projektes. Ich habe hier jetzt noch mal ein bisschen Statistik mit reingebracht. Da will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Wenn euch sowas interessiert, das machen wir dann in anderen Webinaren. Also da sind dann wirklich akademische Abhandlungen, wissenschaftliche Auswertungen und noch und nöcher über Generationen drin. Das haben schon viele Investoren gemacht. Die habe ich euch dann hierfür hier aufgearbeitet, wo eigentlich langfristig gesehen wirklich die Vorteile bei diesen Highflyern und diesen, ich sag mal, Low-Vola-Aktien besteht. Jo, wir wollen uns aber hier, Christian, auf das Traden konzentrieren. Deswegen gehen wir es mal schrittweise an. Ich habe es jetzt mal folgendermaßen gemacht. Ich habe euch jetzt hier mal dasselbe Ranking nicht nach historischer Volatilität sortiert, sondern nach relativer Stärke. Und zwar nach den letzten 20 Tagen. Ja, das seht ihr hier. Und zwar die relative Stärke zum DAN, das bedeutet im Verhältnis zum Dow Jones, zum HDAX und zum Nasdaq 100. Was bedeutet das? Die Amazon ist in den letzten 20 Tagen mit 88%, Amazon ist der hier, der stärkste Wert von diesen sieben im Verhältnis, also ist stärker als der Dow Jones und so weiter, selbst stärker als die Nasdaq. Ja. Hier wird gekauft. Dasselbe gilt gerade für Tesla, für Meta und für Microsoft. Alphabet beispielsweise ist genau in den letzten 20 Tagen so stark wie der Gesamtmarkt. Die wird nicht außergewöhnlich stark gekauft. Die wird auch nicht stark verkauft. Das gilt für Apple und vor allem für Nvidia. Nvidia wird außergewöhnlich stark verkauft und das kriegt man manchmal gar nicht so mit. Die schwankt dann um 6% hoch und runter. Man hat so das Gefühl, die steigt stark oder steigt weniger stark. Hier sind die Fakten, wie wir es uns ganz genau berechnen. Und ihr seht, Nvidia ist mit Abstand langfristig gesehen der stärkste Wert hier in dem Depot gewesen. Und die Frage ist einfach, ist die Story hier vorbei? Ja, und da nehme ich dich gleich wieder mit, Christian. Wie ist deine Meinung zu Nvidia? Ich habe jetzt mal gleich ein paar Folien mit reingebracht, wo ich mal meine Sichtweise zeigen werde. Sieht man meinen Chart schon? Ja, jetzt sieht man den Chart. DAX von Lang und Schwarz. Nvidia und groß. Ich bin immer überrascht, es gibt ganz viele Leute, die schauen sich so ein Webinar über ihr Handheld an, über ihr iPhone oder was auch immer. Ich würde da nie was erkennen. Also grundsätzlich Nvidia. Immer wieder wurde die verglichen, damit das neuer Markt und Blase und sonst was ist es nicht. Nvidia verdient ein Heidengeld. Was ich jetzt allerdings denke, und das entnehme ich auch den Ausführungen vom Chef von Adobe, diese ganze KI-Geschichte ist nicht mehr auf wenige Firmen begrenzt. Das wird sich fächerweise mehr verteilen. Deswegen glaube ich, dass der Marktanteil, also das ist eine grundsätzliche Annahme, der Marktanteil von Nvidia deutlicher zurückgehen wird. Nicht von heute auf morgen, aber in nächster Zeit. Vor euch liegt jetzt der Chart auf Tagesbasis, sprich eine Kerze, ein Tag. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Die sind ich habe diese sogenannten Fibonaccis hier mal gezogen. Ihr müsst wissen, ich bin technischer Analyst. Also ich bin viel mehr technischer Analyst als der Falk. Der Falk hat dafür viel mehr fundamentale Kenntnisse als ich. Ja, aber ich mache die technische Analyse seit 37 Jahren. Ich wusste gar nicht, wie ich es anders machen sollte. Und ich lebe auch ganz gut davon.
Und es ist auffallend, wir haben dann hier diesen ganz wichtigen Support gebaut. Der ist weit weg. Neulich, du hattest gerade eben, deswegen hast du sehr genau zugehört, eine Grafik, wo die also mit die schlechtesten waren in den letzten 4 Wochen. Die sind tatsächlich von 140 auf 90 gefallen. Das sind 50 Punkte. Das ist, und da hat der Falk vollkommen recht, diese Dinger sind volatil bis zum Anschlag. Da muss man halt höllisch aufpassen. Und das machen sie auch während des Tages. Ihre 5, 10, 15%, da haben die überhaupt keinen Ekel mit. Heute, hier und jetzt, das ist also der heutige Kurs und es ist der Dollarkurs, ja, sind die über die sogenannte 20-Tage-Linie bisher gegangen. Das ist positiv. Sollten Sie diesen Punkt hier rausnehmen, das ist bei 121, ich gucke gerade eben hier Nvidia im Moment bei 118,90 und drüber schließen, haben die nach wie vor die Kraft, hier bis zum letzten Zwischenhoch zu gehen auf 131. Wir haben einen völlig normalen Abstand zur 200-Tage-Linie. Wir sind völlig neutral über den Trendfolger, ein bisschen hoch, aber das macht nichts. Aber wir sind ja hier nicht unbedingt im Daytrading oder im Tag, im Handel über den Tag hinaus drinne. Deswegen möchte ich gerne mal hier auf die Woche zeigen. Jetzt mache ich das hier mal raus. Ich hatte vorgestern ein Webinar mit Finanzen.net. Da habe ich eine, na komm her, da habe ich eine Folie gezeigt. So geht es jetzt nicht. Die hat gezeigt, wie haben sich die Werte verändert seit 5 Jahren. Und da ist Nvidia im Nasdaq ganz weit vorne mit 2500%. Das ist richtig, richtig viel. Und wenn ich das jetzt hier sehe, was ich hier gemacht habe, ich bin das ist ein sogenanntes MACD. Und dieses Histogramm zeigt nichts anderes an als den Unterschied zwischen diesen beiden Linien. Geht's zusammen, geht's auseinander. Und das wird bei mir jetzt hier weich. Das ist ein Trendfolgenmodell. Und ich bekomme, allerdings ist der Monat noch nicht fertig, wir haben ja heute erst den 19., hier schon leichte Verkaufssignale über diesen Indikator. Ich kann mir vorstellen, dass ich gehe mal wieder zurück auf den Tag, dass die Nvidia locker in diesem Bereich hier nochmal sehen können, die 131. Allerdings auf Sicht von 3 Monaten glaube ich nicht, dass sie ein neues Hoch machen werden. Mein Problem, was ich momentan bei der Analyse habe, ist, tja, wenn wird es Trump, ist das gut, insbesondere für amerikanische Aktien. Wird es Harris, ist es nicht so gut für amerikanische Aktien. Harris wird die Steuern erhöhen, Trump wird sie eher senken. Trump wird Zölle erlassen, so Firmen wie die alle nicht in Amerika produzierten Autos, also sprich Porsche, Teile von VW, BMW, die haben zwar da ein Werk in Spartanburg, aber all die werden höher bezollt. Und das ist unangenehm für diese Werte, das ist nicht so schön. Da wird, glaube ich, Harris nichts ändern. Die konzentriert sich dann auf China und Indien und Russland. Aber es ist wirklich die Frage, wer wird gewählt? Und aus heutiger Sicht kann ich das nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, wer da gewählt wird. Deswegen, ich bin eigentlich momentan auch eher zurückhaltend. Und deswegen gehe ich auch in Urlaub. Ich weiß nur eins, die Volatilität wird stark steigen. Würde ich heute die Nvidia, um auf deine Frage zu kommen, heute kaufen? Nein, heute, hier und jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich eben über diesen Punkt von 121 Kleinigkeiten mit reinnehme. Das ist möglich, da ich in Urlaub gehe, mache ich es nicht. Aber guten Gewissens nach 2550 Prozentpunkten Anstieg kann ich die Nvidia so nicht mehr kaufen. Der KI-Kuchen wird weiter stärker verteilt. Und deswegen halte ich mich da zurück. So, soll ich den Bildschirm wieder zurückgeben? Ja, ich nehme den Bildschirm gerade wieder zurück. Ach, mal so. Arne, ich würde dir gerade mal kurz das Wort geben. Du hast schon mal die Gewinne aussortiert, sage ich schon. Einsortiert. Ganz genau. Ich hatte anfangs, danke Christian erstmal für die Analyse. Ich springe jetzt mal hier rein, damit das nicht ganz zum Ende kommt. Ich hatte anfangs gesagt, dass wir 3-mal den TB-Service verlosen. Das habe ich jetzt auch tatsächlich getan. Ich habe alles durch so ein Programm durchgejagt. Da kommen 3 zufällige Personen raus, wo ich jetzt nur den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens vorlese. Und diejenigen, die müssen sich dann per E-Mail bei uns melden, damit wir auch wirklich wissen, dass da echte Personen dahinter stehen. Das gehört nämlich zu unseren Grundphilosophien. Wir wollen nur mit echten Menschen zusammenarbeiten und nicht mit Robotern, die mit irgendwelchen Fake-Namen unterwegs sind. Also, da haben wir mal zuallererst für den TB-Service den Eric T. Punkt. T. Punkt. Dann haben wir den Udo H. Punkt.
Dann haben wir auch eine Frau dabei, und zwar die Susanne S. Punkt. Ich sage alle drei nochmal, den Erik T. Punkt, den Udo H. Punkt und die Susanne S. Punkt. Meldet euch bei uns, dann werdet ihr für den TB-Service und dieses tolle Projekt für eine gewisse Zeit freigeschaltet. Freuen wir uns. Herzlichen Glückwunsch. Und weiter im Text. Gut, dreimal 1000 Euro auf den Kopf gehauen. Auch von mir mal Gratulation. So, wir auch. So, dann zeige ich dir mal, wie ich mal die Nvidia mal anschaue. Und ich mache das in der Regel vom Big Picture aus, aber auch fundamental. Ne? Also grundsätzlich ist Qualitätsunternehmen, brauchen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ich benutze ja ganz gerne die TraderFox-Daten, Qualität und Wachstum stimmen. Ja, ich habe hier gerade vom Eric, ne, das ist jemand, mit dem ich zusammenarbeite, die machen eine Marge auf ihre Chips von über 300%, die können ihre Preise fast halbieren und verdienen immer noch Geld. Und das Witzige ist, es wird gekauft aktuell. Ja, also der Laden brummt bei Nvidia. Die Frage ist, steckt das schon in den Kursen drin? Ja, die Börse handelt auf die Zukunft und wir müssen überlegen, können sie das weiter hochhalten? Ja, ihr seht mal hier mein Big Picture, die haben es geschafft, seit 25 Jahren eine jährliche Rendite im Schnitt von 36% aufs Parkett zu legen. Das heißt, jedes Jahr wird dieses Unternehmen im Schnitt 36% wertvoller. Die Aktie legt zu. Das ist etwas, wo selbst Warren Buffett ins Schwitzen kommt mit seinen 30%, ja, in den damals 90er Jahren. Also das ist schon ziemlich heißer Scheiß, sage ich mal. Und in der Regel, das sieht man hier schon an der Grundstruktur, ist das, woraus auch Blasen grundsätzlich sind. In der Regel ist es an der Börse so, dass ein gewisses Unternehmen einen normalen Wachstumswert hat, aber dann irgendwann mal übertreibt und eine gewisse Übertreibung auch irgendwann mal wieder korrigiert. Ja. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Du weißt, Christian, wir sind ja Statistiker und gehen da auch sehr systematisch dran. Ich habe jetzt mal mit Nvidia Folgendes gemacht. Wir kaufen Nvidia im Oktober bis zum nächsten Oktober, ne, also hier ausgewertet, ganz knallhart nach Regelwerk, Oktober, Oktober. Das Einzige, was ich mit reingenommen habe, wir arbeiten mit Trendfolgeindikatoren, wenn die groß sind, habe ich es aussortiert, die Trades. Ja. Da siehst du, nicht jedes Jahr ist da ein Trade. Und damit haben wir sozusagen die Krisenphasen aussortiert. Und dann kriegen wir eine Statistik. Und die sieht folgendermaßen aus. Wenn du jetzt Nvidia kaufst, ist in den letzten, und zwar in dem Fall seit 2009, eine statistische Wahrscheinlichkeit von 75%, dass Nvidia bis in den nächsten Oktober weiter steigt. Ja, das macht als langfristiges Investment diesen Trade attraktiv. Und ihr seht, der laufende Trade von, ne, der Oktober ist ja noch nicht da, wäre wieder auch ein Gewinn gewesen. Ne, also die Statistik wird im Oktober, wenn Nvidia nicht unter diesen Punkt hier drunter fällt, sogar noch etwas besser werden. Ne? Was ist denn, du war noch mal so. Wo ist denn das? Ich kann die Zahlen nicht sehen. Du hast jetzt den Doppelstrich gemacht. Wo soll das sein? Also hier ist der Profit-Faktor, also das Verhältnis zwischen den Gewinnen und Verlusten. Darunter ist die Trefferquote mit 75%. Ja. Und dann haben wir noch so Kelly-Faktor, Profit und sowas, also verschiedene andere Kennzahlen, die brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Hier siehst du, wie viele Trades realisiert wurden, wie viele aktuell offen sind. Das ist der eine, der hier ist. Dann, wie viele im Gewinn endeten, 18, wie viele im Verlust endeten, 6. Die sind dann hier rot dargestellt und grün sind die positiv dargestellt. Also die Strategie dahinter ist ja rudimentär. Ja, also Oktober bis Oktober und sonst nur, wenn die Trendfolgeindikatoren auf Bärenmarkt stehen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Regelwerk. Und das ist schon profitabel mit Nvidia. Ja, ist ja jetzt auch kein Wunder, weil ist ja auch ein starker Aufwärtstrend. Ja. Ich wollte es einfach deswegen mal zeigen, weil wir solche reinen Statistiken auch nutzen, um zu schauen, ist das aktuell überhaupt ein gutes Szenario oder nicht. Ja. Und Nvidia bietet sich weiterhin trotz alledem auch für Investitionen an, wenn, und da gucken wir gleich mal drauf,
die fundamentale Lage das auch rechtfertigt. Das zeige ich euch gleich mal. Das ist der Chart, den du gerade auch gezeigt hattest. Das ist der Tageschart hier. Darunter meine Intermarket-Indikatoren. Die zeigen mir dann eben das Verhältnis an, das ich ganz zu Anfang gezeigt habe. Zwischen Zinsen, das wäre hier die Nummer 1, zwischen dem US-Dollar, das wäre der Euro in US-Dollar hier für den Nvidia, die 2, und gegenüber Rohstoffen, da habe ich Gold genommen. Ja. Und danach ist die Korrektur gerade in einem Endstadium. Ja, die Indikationen sind steigend. Und wenn ihr hier mal seht, das ist ein Trendbruchszenario, da fehlt nicht mehr viel, dann kann da tatsächlich noch mal was kommen. Ja. Und dann schaue ich mir an, wie passt das zu den fundamentalen Daten. Hier habe ich euch mal Nvidia eingeblendet. Und was machen wir jetzt hier? Wir gucken nicht auf den Gewinn. Wir gucken jetzt mal auf den Umsatz. Den Umsatz der letzten 3 Jahre. Wir rechnen daraus dieses Fair Value. Und da seht ihr, Nvidia ist massiv überbewertet. Deswegen korrigieren die auch gerade. Ja, wenn ihr den Gewinn nehmen würdet, wäre sie gerade schon wieder fair bewertet. Aber der Gewinn lässt sich über Bilanzen viel stärker schönen, beeinflussen als der Umsatz. Und beim Umsatz sieht man, okay, Vorsicht, das ist ein heißer Kandidat. Und damit, auch wenn dieser Ausbruch hier zur Oberseite gelingen sollte, werden wir einen engen Stop-Loss nachziehen. Und falls das irgendwann mal abbricht, dann ist die Fallhöhe nach wie vor hoch. Ja. Da darf man dann nicht plötzlich denken, hier buy the dip oder nachverbilligen oder solche ähnlichen Geschichten. Das würden wir dann in dem Fall nicht machen. Und diesen Punkt, Falk, den habe ich bei 100, zum einen bei 105. Du hast so eine diagonale Linie gezogen. Ich weiß nicht, was es für eine Farbe ist. Ja. Aber da gibt es so ein Zwischentief, das ist das, was wir neulich hatten, bei 89. Und dann gibt es eins, was nebendran ist, bei ungefähr 100. Wenn du das miteinander verbindest, bist du bei 105. Das ist für mich schon mal, und ich bekomme ein Warnsignal. Und unter 100 bekomme ich ein echtes Signal. Und ich habe gerade eben in der, du hast es erwähnt, du nimmst diese KUV-Daten von JadaFox, da stand ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 94. Und das ist eigentlich für eine der teuersten Firmen der Welt auch recht hoch. Also ich glaube, es gibt gar keine andere, die so hoch ist, es sei denn, wir sind in der 6., 7., 8. Reihe irgendwo so ein kleiner Graupenwert mit 50 Millionen Bewertung. Das ist das, was mir bei Nvidia ein bisschen Angst macht, sage ich ganz offen. Ja, aber hier kommt halt Psychologie mit ins Spiel. Ja, du sagst schon Angst. Es gibt Phasen an der Börse, wo Aktien irrational steigen oder auch fallen. Das hat dann mit den fundamentalen Werten gar nicht mehr so viel zu tun. Und in diesem Terrain befindet sich Nvidia auch schon. Ja. Und was ist die Idee dahinter? Man spekuliert auf die Zukunft und man will, dass eben durch die Chips, die die haben, KI und diese ganzen Dinge auf ein ganz neues Level hoch und noch mehr Käufe, noch mehr Verkäufe und noch mehr Umsatz damit reinkommt. Aber die Bäume wachsen, wie bekannt, nicht in den Himmel. Und deswegen schaut man da eben genau drauf. Und wer die letzten Zahlen und Ähnliches beobachtet hat, die müssen schon immer wieder Rekorde berichten, damit sie ihre Investoren nicht enttäuschen. Wenn die einfach nur ihre... Die sind Opfer ihres eigenen Erfolges. So muss man das wirklich sagen. Die müssen liefern, jedes Quartal. Ich habe jetzt noch eine weitere Statistik für Nvidia. Ihr seht, man kann jeden einzelnen Wert sehr, sehr intensiv auseinandernehmen. Ja. Nvidia neigt dazu, in den letzten 10 Jahren im September, Oktober noch ein bisschen rumzukrepeln. Aber hier seht ihr einen massiven Sprung Ende Oktober, der dann auch wieder brutal abverkauft wird. Das wäre mein Szenario jetzt hier für Nvidia. Und das hier wäre eine irrationale Bewegung, die kann außergewöhnlich stark ablaufen. Ja, die wird aber wahrscheinlich gekontert. Und diese Bewegung will ich mitnehmen. Und die würde dann auch Teil des Megatrend-Aktien-Megatrend-Projektes sein. Das ist eine Wahrscheinlichkeit in den letzten 10 Jahren von 90%. Also das hat nur einmal nicht geklappt. Ich müsste mal gucken, in welchem Jahr das war. Gut, ne, also jetzt habt ihr so ein Gefühl dafür, wie wir so eine Nvidia hier machen. Das könnte ich jetzt für alle Aktien hier auch nochmal durchgehen. Machen wir auch noch für eine. Ich habe mich für Apple entschieden. Ich weiß nicht, bist du ein Apple-Jünger? Ja, du bist ein Apple-Jünger.
Ich würde Also mal hier ist das alles Bild wieder Mac. zu dir geben. Ja. Dann Gibst du es kannst du jetzt mal. mir oder muss ich es mir holen? Warte mal. Eigentlich müsstest du dir holen können, aber ich ernenne dich mal zum Moderator. Ich Jetzt müsstest du wieder die Anfrage bekommen haben. übertragen, den habe ich bekommen, ganz klar. Ich weiß Also leider ja, nicht, warum du es dir nicht selbst holen kannst. das weiß ich auch nicht, aber ich bin auch ein bisschen doof auf dem Gebiet. Apfel, wo sind die Apfel, Apfel, Apfel hier? Und dann gehe ich auch, habe ich auch was vorbereitet. So ist es auch der Tageschart. Also grundsätzlich zu Apple. Das, was die da in den letzten 2 Wochen gebracht haben, das hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich bin Apple-User in allem. Irgendwann habe ich mich dazu entschlossen. Hier stehen 2 große Apfel rum. Ich habe das iPhone, das iPad, das MacBook Air. Ich ärgere mich nur langsam, gebe ich ganz offen zu, dass ich habe jetzt hier einen neueren, größeren Computer gekauft. Der ist etwas teurer als der alte, aber hat eine deutlich reduzierte Bildfläche. Trotzdem wollte ich das gleiche Geld für haben. Apple ist, oder über Apple gibt es ganz große Blogs in Amerika. Da sind Hunderttausende von Leuten drin, die sich darin austauschen. Und ich erinnere mich, die Veränderung vom 5 auf 5S war lediglich das Gorilla-Glas. Und dafür wollten sie $150 mehr haben. Und die Blogs haben das zerrissen. Und damals stand dann die Apple ging runter von, ich glaube, 70 auf $25. Ich habe in Berlin sitzen einen jungen Mann, Joel. Wenn bei mir irgendetwas kaputt ist mit Apple oder irgendwas läuft nicht rund, rufe ich ihn an, der geht auf meinen Rechner, der fixt mir das, wofür ich 5 Stunden und das Aussprechen unzähliger Fäkalausdrücke bräuchte, macht er in 2 Minuten. Und den habe ich gefragt, und wie sieht's aus? Sagte, nee, das war also ziemlich armselig, der ist sehr genau, der hat auch einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal, mache ich ruhig mal Werbung, Joker, da kann man sehr viel lernen, Jocr, kann man sehr viel lernen, wie man was einstellt oder wie auch immer, ist ganz toll, 150.000 Nutzer. Und der hat gesagt, warte auf nächstes Jahr wird es mehr. So, das ist der Chart, wie gesagt, der Tagescharts. Aus rein charttechnischer Sicht habe ich einen sehr wichtigen Unterstützung bei 214 und das war kritisch vor einigen Tagen. Der hat wieder draufgesetzt. Also ich habe diese Linie schon gezogen am, ich glaube, es war Montag letzte Woche. Ja. Und jetzt liegen wir hier vor diesem kleinen Widerstand und danach nur das All-Time-High bei 233. Von der Technik her rüpeln sie sich gerade eben so ein bisschen hoch. Das heißt, sie haben sehr gute Chancen, nicht nur diesen Punkt hier rauszunehmen bei 233, sondern auch hier die 206, 7, was sind das? Die 2, wo ist mein Ding hier? Entschuldigung, wo ist das Fadenkreuz hier? Die 237 rauszunehmen. Sie können das machen. Die Zinssenkung, weil du es vorhin gesagt hast, glaube ich, das interessiert Apple überhaupt nicht. Apple hat so viel Geld. Ich glaube eher, dass das nachteilig für die ist, weil die wissen gar nicht, wo sie ihr Geld anlegen sollen. Die haben immer Rückkaufsprogramme. Jetzt mache ich ja einmal Apple, weil wir nicht mehr auf den Tag schauen. Also tagesmäßig sieht es ganz gut aus, aber jetzt gucke ich halt mal auf den Monat. Ihr wisst, dass Warren Buffett hat das auch einen größeren Anteil verkauft. Und das ist jetzt der Monat. Und da krebsen die jetzt hier auch schon im Extrembereich rum. Ich gebe Apple für die nächsten 6 Monate bis Ende März kein nennenswertes Potenzial. Nennenswert hieße für mich 260, 280. Will aber konsidieren, dass sie durchaus nochmal so eine 240 sehen können. Ja. Aber wäre jetzt für mich nicht die erste Aktie dieser Wahl. Da würde ich persönlich sogar die Microsoft präferieren. Apple ist für mich momentan, die begeistern mich nicht von den Produkten her. Sie werden nicht momentan nicht so wahnsinnig viel gekauft, also umsatzmäßig, haben auch Probleme in China, haben den Russlandmarkt verloren. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch einer der Werte ist, der, wenn Trump dran kommt, dass der dann höher bezollt wird nach Europa rein. Ist momentan nicht meine präferierte Aktie. Gibt es, glaube ich, bessere unter den Magnificent Seven. Damit kannst du den Bildschirm wiederholen. Dann hole ich mir ihn gerade wieder und ja, das sagt ja auch die Statistik aus, ne? Hier in den letzten 20 Tagen wurde Apple nicht so stark wie die anderen gekauft, ne? Also auch die Großinvestoren sehen es ähnlich und vielleicht ist der Warren Buffett auch weiterhin am Verkaufen. Kriegt man ja immer dann raus, wenn er fertig ist, ne? Der sagt ja nicht, ich werde demnächst verkaufen, sondern der sagt, ich habe vor 3 Monaten verkauft, liebe Leute. Gut, gucken wir uns auch mal das Big Picture an. Hier, witzigerweise, ich mache manchmal in unseren Seminaren, ihr kennt sicherlich noch die Fußball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland 2007. Wer hat das auf seinem Smartphone
verfolgt. Ja, witzig, damals hatte so gut wie keiner ein richtiges Smartphone, das kam erst auf. Und wir sehen, seitdem ist der Trend bei Apple eben auch so richtig gezündet. Ja. 40% ist dieselbe Marke wie Nvidia. Ja, 40% pro Jahr im Schnitt Zuwachs seit 2004. Das ist auch wirklich viel. Und wie du schon eben gesagt hast, die sind jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle. Die müssen halt ihre Rekorde und ihre hohe Erwartungswerte immer wieder bringen. Im Gegensatz zum Beispiel aber zu Microsoft oder eben auch einer Nvidia, die einen neuen Chip dann rausbringt, bringt es Apple immer weniger, ne? Also auch die Hardcore-User sind dann irgendwann nicht mehr begeistert von den neuen Features, weil es verdoppelt ja nicht den Wert deines Smartphones. Ja, es ist ein bisschen nett, da ein bisschen KI-Tools drauf zu haben. Kumpel von mir hat sich so ein Ding jetzt auch gerade für 1500 gekauft. Der ist total enttäuscht. Da hast du ein paar KI-Tools. Das ist ein bisschen Kinderspielzeug. Ja, ob es dann den Preis wert ist, also die Fans sagen ja und die Kritiker sagen ja eigentlich nicht. Ja, grundsätzlich ist Apple weiterhin ein hochinteressantes und auch qualitativ gut aufgestelltes Unternehmen. Ich habe hier mal denselben Vergleich gemacht wie bei Nvidia. Also spekulativ auf ein Jahr fährt man mit diesem Wert nicht schlecht. Ein bisschen schwächer als Nvidia. Klar, der Trend ist nicht ganz so heftig, aber immer noch eine Trefferquote von 70% von Oktober bis Oktober. Hier habt ihr den Tageschart, den habt ihr ja gerade auch beim Christian gesehen. Vielleicht hier mal unten ein bisschen was mehr zu den Indikatoren. Wir waren überhitzt gegenüber allen drei Grundmärkten. Das war diese starke Bewegung hier aufgrund der guten Zahlen. Die wurde abkorrigiert. Die letzten Quartalszahlen sind negativ aufgenommen worden, wurden aber sofort gekauft. Ja, und seitdem krepelt der Kurs hier so ein bisschen hin und her. Und das ist für mich ein Grundverhalten, was mich jetzt erst einmal noch nicht so vom Hocker reißt. Ja. Die Korrektur an sich ist aber in der Nähe einer Unterbewertung. Die nächsten Zahlen stehen an. Ne, ich weiß nicht genau wann, müsste ich mal gucken. Ich Und sag's von dir, Umsatz. 24.10. 24.10. Ja. Jahresabschluss. Und genau, wir gucken gleich mal hier auf die Statistik, ob das ein positiver oder negativer Effekt ist. Ich gucke mir erstmal den Umsatz nochmal an und ihr seht, das Fair Value des Umsatzes, nicht des Gewinns, des Umsatzes ist im Gegensatz zu Nvidia, die waren hier oben, nur, ich sag mal, überbewertet. Nicht extrem überbewertet, ja. Aber in einem Rahmen, der für Apple normal ist, ja. Also nichts Dramatisches. Ich würde sagen, Apple ist gerade nicht günstig zu haben, aber in einem intakten Trendmuster. Und wenn ich dann hier so eine Unterbewertung sehe, wird es für mich tatsächlich für einen Trade langsam interessant. In dem Fall aber dann auch wieder ein Trade, der, wie ihr gesehen habt, eng abgestoppt wird. Jetzt gucken wir mal auf die Statistik wegen dem 24.10. Ja, hier habt ihr mal die lange Saisonalität. Ich gehe mal auf die 10-Jahres-Saisonalität. 24.10. Das müsste dann ungefähr hier in dem Bereich sein. Im Vorfeld macht Apple gerne den Knick, hat dann aber eine positive Saisonalität bis in den November, auch 90%. Ja. Und das würde mich persönlich dazu unterstützen. Wir sind aktuell im 19. September. Wir sind also noch eher im negativen Zeitfenster drin, aber durch diesen Zinsrückenwind kann ich mir vorstellen, wird dieses Tief ein bisschen vorgezogen und ich würde einen Swing Trade bei Apple tatsächlich auch wagen. Ja, also hier passen die Dinge zusammen, aber wie gesagt, das ist ein Swing Trade, den ich jetzt nicht allzu lange halten wollte und da würde ich den Stop Loss sozusagen auch eng nachziehen. Gut, dann machen wir die nächsten Kandidaten nicht ganz so intensiv, weil sonst sprengen wir hier die Zeit. Ich habe für Tesla und Meta noch mal ein paar interessante Facts mitgebracht. Ich weiß nicht, bist du ein Tesla-Fan oder eher ein Tesla-Kritiker? Oh, ich habe nichts gegen Tesla, ich habe was gegen Elon Musk. Ja. Ich nehme den nicht mehr ernst, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde jetzt auch die Autos jetzt nicht so toll. Aber es ist eine tolle Firma, gar keine Frage. Aber ja, ich bin kein ausgesprochener Fan davon, nein. Aber du kannst deinen Chart drin lassen, ich lasse meinen hier bei der Seite laufen, da kann ich ein paar Kommentare machen zu dem, was du gleich sagen wirst.
Okay. Also das, was ihr hier seht, ist wieder das Big Picture. Auch Tesla ist es gelungen, in den letzten 14 Jahren etwa 40% im Schnitt zu gewinnen. Und ihr merkt auch da schon ein Muster. Ja, es sind dieselben Renditekennzahlen, die diese Unternehmen, die ja komplett andere Dinge machen, zeigen. Nur die Chartverläufe sind ein bisschen anders, aber das nur mal so nebenbei. Bei Tesla ist es so, da bin ich emotionslos. Ich bin weder ein Fan von deren Autos noch ein Kritiker deren Autos. Ich sehe das wirklich neutral und nüchtern. Was ich aber gerade hier in diesem Chartbild schon sehe, ist, das langfristige Investment ist sehr treppenartig. Ja, das ist keine, wie ich sage, gesunde charttechnische Entwicklung, sondern das ist eher so ein Hüpfen nach oben. Und demnach würde jetzt ein neues Hüpfen zur Oberseite anstehen. Und da ist die große Frage, die ideologisch oder eben auch ein bisschen, ich sag mal, glaskugelmäßig beantwortet werden muss. Ist Tesla in der Lage, diese neue Generation an Autos, Batterien und was da alles so drin ist, zu liefern? Und wir wissen auch, Tesla hat ja nicht nur seine Gewinne mit diesen Autos gemacht. Die haben ja auch ganz andere Dinge gemacht, CO2-Zertifikate verkauft und was weiß ich, was die da gemacht haben. Als Investment habe ich da eine wichtige Grundphilosophie übernommen. Investiere nur in das, was du wirklich verstehst. Und ich verstehe Tesla tatsächlich nicht zu 100%. Ja, deswegen fällt Tesla als Investition nicht nur durch die historische Volatilität, sondern grundsätzlich eben, weil ich das Konstrukt an sich nicht so ganz verstanden habe, aus. Aber Swing Trading technisch finde ich die Sache gar nicht so uninteressant, aber eben dann emotionslos. Ich habe euch auch hier mal den Umsatz der Bewertungen aus den letzten 3 Jahren mitgenommen und hier haben wir eine Unterbewertung. Ne, für diejenigen, die das mal etwas näher betrachten wollen, im Vorfeld der Corona-Krise bis nach die Corona-Krise ist Tesla out of the box gestiegen. Ja, hat das massiv abkorrigiert, ja, und tendiert gemessen am Umsatz gerade in einer starken Unterbewertung. Das spricht zumindest für ein Szenario, dass die hier in den oberen Bereich hineinkommen. Und das ist für den Swing Trade eigentlich ein optimales Szenario. Man kommt günstig in die Aktie hinein und kann einen Swing Trade mitnehmen, wenn im Hintergrund nicht Tesla, ich sag mal, ein Moorhuhn ist, also ein Skandal hat oder völlig fundamental wegbricht. Ja, das ist eben genau die Frage und ich glaube das aktuell tatsächlich noch nicht so ganz. Ich schaue auf meine Indikation. Na, ihr seht, wir sind jetzt hier mal im Monatschart. Wir waren bei Tesla massiv überbewertet hier an dem Punkt. Dann hat die nochmal einen Hoch gemacht. Das ist so ein typisch divergentes Muster. Hat dann korrigiert 75%. Ja, das sind Schwankungen, warum sie in der historischen Volatilität so hoch ist. Ja, das sieht hier auf dem Chart so wenig aus, aber wenn du mal eine Position ungehebelt hast, die so stark schwankt, das ist schon brutal. Und jetzt ist sie gerade am Ende ihrer Korrektur angelangt, ja. Und zwar, und das ist ein gutes Zeichen, genau am fairen Wert gegenüber den Anleihen, gegenüber den Devisen und gegenüber den Rohstoffen. Wenn die es jetzt schafft, diesen Ausbruch hier hinzubekommen, dann ist sie aus meiner Sicht für einen guten, nachhaltigen Swing Trade ein optimaler Kandidat. Ich habe darauf getippt eigentlich, dass sie mit der Zinssenkung jetzt hier einen Bounce nach unten macht. Macht sie nicht. Das zeigt mir persönlich, dass hier einfach ein gewisses spekulatives Interesse auch drin ist. Und damit haben wir einen wunderbaren spekulativen Kandidaten, in den wir möglicherweise mal einen Trade probieren. Auch das habe ich mir statistisch angeguckt. Hier ist es so, dass eigentlich Tesla sich im Vorfeld bis in den Oktober hinein noch so ein bisschen Zeit nimmt, ja. Aber dann bis in den November hinein haben wir eigentlich ein ganz positives Bild. Und ich habe die Vorphase mal auch ausgewertet, ja. Also jetzt von heute bis in den 20. Oktober haben wir eigentlich ein sehr, sehr negatives Bild. Da ist in den letzten Jahren Tesla nur zweimal gestiegen. Das war 2021 und 2019. Während sie 23 und 22 stark gefallen ist in dieser Phase, ja.
Und das meine ich mit spekulativer Charakter. Wenn der Trade nicht anfängt zu laufen, sondern wenn der irgendwie krepelt oder vielleicht sogar gegen einen läuft, raus da, ja, dann sollte man hier nichts erzwingen. Das ist einer der Trades. Wenn ich dann probiere reinzukommen, muss der direkt laufen, sonst wird das Ding direkt abgeschnitten. Und ich Darf ich zeige euch dazu mal, wie wir da vorgehen werden. kurz was sagen, weil du jetzt Na sagst, im klar, Trend, sonst gehen sie gerne. los. Also, ja, weil wir haben ja anscheinend im Mikrofon so eine Zeitverzögerung. Ich gucke gerade eben hier auf den Chart. Durch den heutigen Tag überbietet, das ist der Chart, den du da hast. Ich muss grad, das ist ein Tageschart, oder? Ich muss gerade schauen. Ist das Ja, ein das ist der Tageschart? Tageschart und warte mal, ich habe ihn hier jetzt, genau, jetzt ist er hier auch Okay. So, aktuell. mit dem heutigen Tag, Sie handeln momentan bei 242,5 Dollar. Überbieten Sie das letzte Zwischenhoch vom 6.9., was da lag, bei 235, sind Sie damit frei bis zu 270. Weil du sagst, der Trade muss anlaufen, ja, also von den technischen Indikatoren ist das bei mir auch ganz in Ordnung und ich hätte einen Stop für so ein Ding bei 211. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das eng genug ist. Also von 242 auf 211. Mein Problem mit einem Trade in Tesla ist, wenn der Trump das gewinnt, dann hast du die Tesla bei 300 innerhalb von 10 Tagen. Ja, weil großer Fan, die können das Best Buddies, ja. Wenn der Trump nicht gewinnt, kann ich mir vorstellen, dass der Elon Musk und damit auch Tesla mal einen ordentlichen Tritt in den Hintern von der Harris bekommt. Das ist mein Problem. Diese bevorstehende Wahl behindert mich momentan. Das sind absolut diametrale Gegensätze, die da eventuell auf Amerika zukommen. Und deswegen, da bin ich lieber feige als tot. Und man kann long sein, man kann short sein, aber Seitenlinie ist auch eine Position. Und da bleibe ich lieber erstmal raus, bevor ich da nur einen Cent reinsetze. Das ist mein Problem momentan mit Tesla. Überwiegend Tesla. Nicht mit Microsoft, nicht mit Apple, aber Tesla. Genau. Ja, durchaus möglich. Ja. Wir haben hier so ein übergeordnetes Ausbruchsszenario, das hatte ich ja gerade schon mal gezeigt. Ne? Also im Monatschart, ich hole es nochmal her, damit ihr es sehen könnt, und da zoomen wir da mal ein bisschen mehr rein. Wenn die es jetzt schafft, auf Monatsbasis über diese Abwärtstrendlinie hier drüber zu kommen, kommen wir erstmal in ein positives Szenario rein und ihr habt mal meine Prognose da rein. Dann kann es einen irrationalen Peak zur Oberseite geben. Wieso kommt der jetzt hier nicht? Ich messe euch das mal aus. 50%, ja. Also nicht von ein bisschen was, sondern das ist ein Swing Trade, den man dann möglicherweise mitnehmen kann mit einem engen Stop Loss. Ja, das ist das Szenario. Ob das dann kommt oder nicht, das werden wir den Trade dann entscheiden lassen. Aber die statistischen Rahmenbedingungen finde ich aktuell, wenn der Ausbruch, in dem Fall müsste man ja bis zum Ende des Monats auch warten. Wenn das innerhalb des Monats wieder zurückfällt, ist das ja tabu, ja. Gehen wir mal in den Wochenchart, da können wir das ein bisschen enger machen. Na, ihr seht, das sind so meine Arbeitscharts. Räume ich hier mal ein bisschen auf. Deswegen sage ich, der Trade muss anlaufen. Ich will erstmal den Ausbruch, der jetzt heute passiert, hier oben sehen, damit ich als Investor oder als Swing Trader in dem Fall auch hier investieren kann. Mir bringt das ja nichts, wenn ich jetzt hier einen Einstieg mache und das dann in den nächsten 2 Tagen wieder zurückfällt. Ja, die Indikation ist jetzt auch noch nicht so ganz so stabil. Deswegen schauen wir jetzt mal, was Tesla hier noch so macht. Aber dann setzen wir irgendwann eine Position. Oder wenn die hier zurückfallen sollte, dann wäre die so, das kann ich euch gleich sagen, auch direkt ein Short-Kandidat für mich. Ne, die ist gerade, ich nenne es gerne an einer Make-or-Break-Linie. Die muss jetzt liefern. Wenn sie nicht liefert, dann geht wahrscheinlich genau das Gegenteil ab. Jo, also, ne, schöner Kandidat, an dem man einige Trading-Techniken und sowas üben kann. Ich will mal noch ein paar Worte zu Meta sagen. Ich nehme es aber vorweg, Meta ist ein schwieriger Kandidat aktuell. Ne? Meta, die ehemalige Facebook, ja, habe ich hier mal auch ausgewertet. Und das Problem bei Meta ist, ne, ich habe selbst Meta-Aktien, wir haben die jetzt mittlerweile verkauft. Ich habe Meta hier gekauft, ja, mit dem Arne zusammen. Und hier. Ja. Also wir haben in diesen Rücksetzer Meta gekauft, weil ich dachte, dieses Metaversum, das ist bestimmt sicherlich so eine politische Agenda, die auch sicherlich gefördert wird. Den Rücksetzer haben wir mitgenommen und haben gesagt, ey, verdammte Scheiße, ja, ein bisschen legen wir noch nach. Und dann kam das hier. Hier haben wir uns nicht getraut, weiter zu investieren, aber wir haben wenigstens die laufenden Positionen gehalten, ja. Hier haben wir gedacht, ey, es läuft echt was schief, ja. Und der ursprüngliche Plan war es, eine technische Gegenreaktion abzuwarten, auszusteigen,
vor dem Verfall. Und bevor wir aussteigen konnten, sind uns unsere beiden die Positionen davongeschossen, wie nichts Gutes, ja. Das ist Meta, ja. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo ich dann entscheiden muss, ist Meta jetzt ein Kaufkandidat? Ich mache es kurz. Ja. Auch hier nehmen wir das Fair Value wieder, der Umsatz, werbetechnisch und so weiter. Überhitzt, ja. Gefällt mir überhaupt nicht. In einer Tour aus einer Unterbewertung in die krasse Überbewertung hineingegangen, da investieren wir auf keinen Fall. Und ich tue mir bei Meta sogar schwer, hier jetzt einen mittelfristigen Swing Trade anzusetzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine persönliche Erfahrungswert, dass wir hier an den Mittelwert demnächst nochmal rantippen werden. Und dann, wenn so eine Bodenbildung erkennbar ist, würde ich bei Meta einsteigen wollen. Und hier seht ihr mal die Statistik. Wir haben heute September. Meta ist in den letzten 10 Jahren auch statistisch gesehen nicht gerade eine Erfolgsstory. Ja. Gut, jo, das war's von meiner Seite. Das waren mal so exemplarisch ein paar Werte, die ich mit euch und dem Christian besprechen wollte. Wie siehst du Meta an sich? Ist das für dich ein Kandidat, den du kaufen oder eher ignorieren würdest? Ja, also ignorieren nie, kaufen aber auch nein. Das ist mir zu schnell, zu viel, zu hoch. Ich mach's mir gerade eben mal auf. Auch durch den heutigen Tag oder durch, gehen die auf ein neues All-Time-High. Ich glaube, das ist, ja, die haben heute ein neues All-Time-High gemacht. Mit $556, wenn ich, ja, Moment, mit $556, die machen ein neues All-Time-High. Das heißt, ich möchte den, das hatte ich am Dienstag auch gesagt, ich möchte die auch nochmal 5-7% laufen lassen, aber dann werde ich eher auch auf der Verkaufsseite sein, im Sinne von Puts zu kaufen. Das Problem bei denen ist, die Derivate sind extrem teuer. Die sind fast so teuer wie die von Tesla oder Nvidia. Und das ist halt ganz, ganz schwierig, da ein passendes Produkt zu finden. Und das muss ich mir genau überlegen, was ich da mache. Aber ich werde sie, auch wenn ich glaube, dass die jetzt nochmal durchaus 20, 30, vielleicht $40 steigen können kurzfristig, ich nehme die nicht mit. Ich lasse mich da nicht an die Hand nehmen. Ja, ich gehe hier mal bei Meta gleich in den Monatschart. Die haben jetzt in einem Rutsch 500% gemacht. Das ist schon ziemlich heftig, ja. Und ich bin bei dir, ne, auch wenn man so bei Elliott wellentechnisch da drauf guckt, da ist noch ein bisschen Platz drin. Ne? So eine charttechnische Formation kann nochmal zur Oberseite ausbrechen. In der Regel läutet das aber die Endphase einer Trendbewegung ein. Und dann kühlt sich das Ganze nochmal ab. Hier seht ihr mal meine Intermarket-Indikatoren. Rot glühend, ja, also massiv überbewertet. Jetzt haben wir hier ein bisschen das Problem, Meta gibt es noch nicht seit 1950, ja. Deswegen können wir hier die Bewertung relativ schlecht machen. Aber wer sich so ein bisschen mit den Überbewertungen, Unterbewertungen fest auskennt, der weiß, Vorsicht, das ist kein Punkt, wo ich mit dem Arne sage, hier gehen wir all in, sondern hier überlegen wir schrittweise aus einer Position dann rauszugehen, uns langsam zu verabschieden. So ein bisschen wie Warren Buffett das bei Apple macht. Ne? Der geht da ja auch nicht mit einem Rutsch raus, sondern der muss bei seinen, wie viele Millionen Aktien der da hat, schrittweise rausgehen. Und wir gehen einfach aus strategischen Gründen dann das so langsam raus und warten, bis sie eben mal wieder günstig zu haben ist. Und ob das Metaverse sich dann durchsetzt, so wie der Zuckerberg das will oder nicht, das überlassen wir dann so ein bisschen auch denen, ne, und schließen uns dann entsprechend an, wenn es wieder positiv läuft. Hier unten seht ihr übrigens mal meine Watchlist mit diesen Magnificent Seven. Und hier seht ihr, ne, mit Tesla, mit Nvidia und mit Meta und auch Apple werden überproportional stark gekauft, also stärker. Die Highflyer werden gerade wieder gekauft. Und das zeigt so ein bisschen, die Spekulanten sind auch ein bisschen wieder am Drücker. Und diese Spekulanten sind meistens nicht die langfristigen Trader. Ne? Wenn das Windchen sich wieder dreht, dann sind die auch ratzfatz wieder draußen. Gut, jo. Dann bleibt mir nochmal der Hinweis auf das Special. Ne? 3 von euch haben ja gewonnen. Bei dem Special kriegt ihr jetzt nicht nur das, was wir hier gerade besprochen haben, dieses Megatrend-Aktienprojekt. Ich zeige euch mal, wie das bei uns ablaufen wird. Ja, ihr könnt euch dann, wenn ihr dabei seid, bei uns einloggen. Ich muss mal gucken, ich mache das hier mal auf 100%, da seht ihr das. Und ihr seht hier dann eben einen Reiter, den kriegt ihr dann freigeschaltet.
Da sind dann so verschiedene Analysen und wir werden das Ganze dann auch mit einem Depot und passenden Derivaten begleiten. Wir nehmen euch da richtig an die Hand und zwar, wie ich mein privates Depot handle. Ja, da werden wir das rausgeben, zeigen, verfolgen, mit tracken. Und wenn ihr im TB Service seid, kriegt ihr ja nicht nur das, sondern ihr kriegt obendrein die ganzen Analysen, sonntäglich, Intermarket-Analyse, da gucken wir dann auch auf DAX, S&P, ich zeige es einfach mal. Ne? Das sind die Märkte, die ich mir jedes Wochenende sehr genau anschaue, DAX, Eurostoxx, S&P, Dow, Nasdaq, Euro, British Pfund und so weiter. Wen sowas interessiert, der kriegt dann eben jede Menge solcher Analysen, Einschätzungen, eben auch mit diesen Intermarket-Trendindikatoren. Ihr kriegt dann die Webinare mit unseren Live-Tradings, ne? Also die Handelssysteme machen wir teilweise mit unseren Kunden zusammen. Morgen ist wieder so ein Webinar, da werden wir zusammen wieder die Handelssysteme WWA und WWA-Hebel handeln. Ne, das WWA-Hebel hat gerade auch wieder ein 2-Jahres-Verlaufshoch gemacht, ne? Das läuft gerade sehr, sehr gut. Das WWA, es geht in die richtige Richtung, aber ist aktuell noch nicht ganz so stark, während unser Investitionsdepot, das macht einen Allzeithoch nach dem anderen. Das sind so die Punkte, die kriegt ihr bei uns im TB-Service, ne? Plus eben das Aktientrendprojekt. Und was ich hier nochmal zeigen wollte, ist, je nachdem, wie viel Aufwand ihr treiben wollt an der Börse, bieten wir eben verschiedene Risikoebenen an. Fundament, Beimischung, das ist so das klassische Swing Trading, ne, da gehören auch hier diese Trades dann dazu und eben spekulatives Kick Trading, also mal richtig spekulieren. Ja. Wenn ihr daran Interesse habt, in allen Ebenen zeigen wir euch, wie wir da arbeiten. Ich gebe euch mal hier gerade den Link noch mit, den findet ihr bei uns im Know-how, das TB Universum. Ja, da habe ich Videos gemacht, 8 Stück. Mit den verschiedenen Handelssystemen und den passenden Gewinnvorteilen, die wir dahinter haben. Also das ist wirklich unser Doing, was wir tagtäglich machen in diesem Bereich. Das kriegt ihr da mit dazu. Gut, damit bin ich soweit durch. Jetzt können wir nochmal über Fragen gehen oder hast du noch ein Thema, was du anbringen wolltest? Ich jetzt nicht, nein. Mal gucken, ob da jetzt noch Fragen kommen, weil es ist jetzt auch schon fast 1,5 Stunden, dann sind Leute auch schon müde. Aber ich sehe die Fragen nicht, die siehst du. Also, gut, dann gehe ich mal über die Fragen drüber. Hallo, danke euch, war wieder sehr interessant. So, wie aktuell umgehen mit einem Nasdaq Hedge? Da gibt es demnächst bei uns ein Update. Hallo, Falk, das ist aber nett. Da ist einer der Gewinner, glaube ich. Gratulation. Hedgt ihr Einzelwerte individuell? Nein, wir hedgen immer über einen Index. Ja. Also es ist so, ich shorte auch ganz gerne mal Aktien, aber das ist dann eben das Swing Trading Shorten. Während wenn ich ein Depot absichern möchte gegen Risiken, gegen Abschwankungen, ne, zum Beispiel das gestrige Event, dann nehme ich mir in der Regel einen Index. Ja. Das ist einfacher und auch günstiger. Jo, dann gucke ich mal drüber. Nö, sonst haben wir gerade nicht so viele Fragen, beziehungsweise die neuen Fragen. Hier ist nochmal eine Frage. Kommt jemand von euch, TB oder auch du, Christian, zum Börsentag in Nürnberg Mitte November? Weißt du das? Ich weiß, da ist irgendwann Hamburg. Also Nürnberg kann, weiß ich jetzt, was kann ich mit ist. Kann ich nicht sagen. Es ist zwar nur eine Stunde von mir entfernt oder 1,5, weiß ich nicht. Da ist auch die WOT irgendwann. Kann ich nicht sagen. Die WOT. Also wir sind da auf keinen Fall, weil wir sind da im Vorfeld in der Vorbereitung für die WOT. Da wird einiges Rambazamba sein, ja. Da sind wir vertreten und deswegen werden wir wahrscheinlich keinen Tag, keine Zeit haben, um nach Nürnberg in der Zeit zu kommen. Der November ist sowieso dicht gesetzt mit interessanten Bereichen, auch strategisch. Ne? Wir werden wahrscheinlich da mit unseren Optionsscheindepots auch entweder schon im Rennen sein oder einsteigen. Also ich kann von unserer Seite aus sagen, wenn ihr für spekulatives Trading euch interessiert, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich viel spekulatives Trading machen, weil ich glaube, wir kriegen jetzt durch diese EZB, durch diese Notenbankgeschichte da jetzt einfach die Möglichkeit, ein bisschen irrationale Muster mitzuhandeln. Ja, und sollte es nochmal zu einem Rücksetzer kommen, Jackpot, dann würde ich tatsächlich, das wäre das Idealszenario, ja, dann würde ich sogar ein bisschen spekulativ
heftiger Aber einsteigen. jetzt frage ich dich mal, wenn du sagst Rücksetzer, nimm mal den DAX, der ist jetzt 19.019. Was ist denn für dich ein Rücksetzer? Ja, so 15, 20%. Okay, genau, 20%, da sind wir bei 4.000 Punkten. Das Ja. wollte ich hören, weil das ist nämlich auch das, wohin ich hingehe. Ich habe es am Dienstag gesagt bei Finanzen.net, ich gebe den Märkten noch diese 5 bis 7%, jetzt gebe ich ihnen noch 4. Und ich glaube halt, dass das bis in den März reingeht, egal ob es Trump oder Harris wird. Ich persönlich hoffe ich eher, dass es Harris wird, aber es ist auch nicht gut für die Börse. Glaube ich, dass wir dann deutlicher nachgeben werden. Und deswegen, Rücksetzer ist ungefähr das, was du sagst. Ungefähr da denke ich auch. Also ich bin auch mit 16.000 schon zufrieden. Bin ich fein. Ne? Aber der muss kommen. Das muss ein deutliches Ding sein. Der muss wehtun. Genau, ne? Und deswegen werden wir jetzt mit spekulativen Trades, ich habe versucht, das zu betonen, da werden wir eng abstoppen. Wir werden den Einstieg wagen, aber sollte sich der Wind drehen, werden wir relativ schnell aussteigen. Das kann ich ja zum Abschied nochmal zeigen. Wir haben ja verschiedene Crash-Indikatoren und da blende ich euch einfach mal unseren Aktienklimaindex ein. Der Aktienklimaindex ist eine Berechnung von 30 Indizes weltweit. Wenn die Signallinie fällt, dann nimmt die relative Stärke, und zwar weltweit, der Aktien ab. Und das sehen wir seit März diesen Jahres in einer Tour. Das ist kein gutes Zeichen. Und wir sind gerade in dem Bereich, das seht ihr hier an unserer Triggermarke. Wenn die Signallinie jetzt noch ein bisschen fällt, dann sind weltweit mehr Indizes in relativer Schwäche als in relativer Stärke. Das hat in der Vergangenheit immer einen Bärenmarkt gestartet. Und das heißt, wenn die Märkte jetzt nicht diesen Impuls nehmen, um zu steigen, dann wird es richtig bitter. Ja? Und dann würden wir tatsächlich sogar nicht nur an die Seitenlinie gehen, dann würden wir uns auch abhatchen und an die Sicherheitslinie gehen. Wir werden uns auch in unserem Fundament konservativ aufstellen. Und diesen Prozess haben wir tatsächlich sogar gestartet. Und ich persönlich vermute, dass wir jetzt durch den Rückenwind vielleicht noch mal ein paar Tage und Wochen bekommen. Da wird dann spekuliert. Und wenn die Börse oder dann die Aktienmärkte nicht in diesen Rausch reinkommen, ne, so einen irrationalen Hype-Rausch, dann würde ich meine Meinung auch relativ schnell ändern. Denn die Rahmenbedingungen im Hintergrund kriselt es, ja, das ist so mein persönliches Gefühl und der Paul hat es ja mehr oder weniger auch bestätigt durch sein Runternehmen des Zinses. Das machen die nicht just for fun, ja. Am liebsten würde der Paul wahrscheinlich den Zins sogar noch mal ein bisschen weiter steigern, schätze ich mal, ja. Aber die werden gezwungen, den Zins etwas zurückzunehmen, weil einfach zu viel Sand bei denen im Getriebe ist, ne? Da müssen die da reagieren oder regulieren, ja. Okay, da sind wir, ich habe gerade eben mal geschaut, nehme ich jetzt nur mal den DAX. Es ist ja so, dass im Jahr, also Beginn 22, waren wir bei 16.300. Und dann sind wir bis in den Oktober, von dem aus die Mutter der Hosse gestartet ist, haben wir 27,10% verloren. Das waren 4.420 Punkte. Und der Markt hat ein Ausatmen dringend nötig. Das ist meine Meinung. Deswegen, wenn überhaupt, tendiere ich short zu gehen, warte aber noch, weil die Verkaufssignale noch nicht signifikant sind. Ich wollte nur noch mal auf dieses Jahr, ach, du siehst ja da auch, ne? Ist das der, ja, das ist jetzt Das DAX ist der Future. DAX Future jetzt im Wochenchart und der beginnt ja jetzt gerade mit dem. 1.1.22 bis Oktober 22. Das sind diese 4.400 Punkte. Das kann man sich momentan gar nicht vorstellen. Das konnten wir uns damals aber auch nicht vorstellen. Ja, Und das kann na, kommen. das wäre dann im Prinzip dieses Szenario hier. Damals Also ist ja immer der wieder. Ausbruch zur Oberseite wieder abverkauft worden, ja. Die Muster sind recht ähnlich, ja. Wir machen es so, solange der Ausbruch hier läuft. Ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass das so eine starke Reaktion darauf gibt, ja. Aber solange dieser auf Wochenschlusskursbasis bestätigt wird, und wir haben ja morgen noch den Freitag, werden wir den Ausbruch zur Oberseite auch long nutzen. Ja, wir stellen uns jetzt nicht konsequent gegen die Märkte. Wir werden das mitnehmen, aber mit Vorsicht, mit Bedacht, ja, weil wenn das zurückfällt, ne, da gebe ich dir voll recht, dann sind wir relativ schnell, ne, dann im konträren, im genau gegenläufigen Szenario. Und hier ist es folgendermaßen: Wir kriegen diesen Ausbruch gerade gegen fallende Indikatoren.
Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, ja. Und das zeigt auch ein bisschen an, dass die Börse gerade so ein bisschen wie so ein hysterisches Hühnchen hin und her getrieben wird. Und damit müssen wir jetzt eben zurechtkommen, ja. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, diese euphorischen Märkte damals in den 90er Jahren. War ja nicht Trader in dem Sinne, ja. Ich habe es bei meinem Vater mitbekommen. Ein richtiger hysterischer Bullenmarkt ist verrückt. Da geht's einfach nach oben. Ohne Ende. Und zwar die Investoren, die da am Drücker sind, kaufen, weil sie sagen, die Notenbanken oder wer auch immer, damals war es Greenspan und Co., die retten uns sowieso. Und dann spekulieren die brutal, und damit meine ich nicht uns als Spekulanten, sondern eben auch so Hedgefonds, die an Gelder rankommen, die machen das einfach ziemlich heftig, ja. Und eine solche Phase kann auf der Long-Seite dann eben auch Spaß machen. Ist für uns Fachleute meistens aber eine schwierige Phase, weil einfach so ein bisschen, ja, fundamental halt nicht gerechtfertigt, ne? Das ist Börse live. Ja. Das macht Gut. ja auch den Spaß an der Börse aus. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Ja, Dann von passt. meiner Seite wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die schönen Fragen, die ihr gemacht habt. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen mal zeigen, wie wir die Märkte sehen. Ja, und das Schlusswort lasse ich dir, Christian. Ich habe kein Schlusswort. Ich wünsche mir einen schönen Urlaub und euch eine tolle Zeit. Wenn ich in Urlaub gehe, da boxt der Papst im Kettenhemd. Ihr werdet also in den nächsten 3 Wochen Woller kriegen bis zum Abwinken. Ich bin nicht dabei. Ich bin dann irgendwo auf See und werde eine Runde tauchen gehen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, ja, und bleibt klein. Alles Gute. Bye Also dann. bye. Tschüss und schönen Abend.